Hey liebe Leute, hier ist wieder euer Leonardo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute schauen wir uns an, wie wir den Luftfilter in meinem Audi A3 mit 2 Liter TDI wechseln können. Der alte ist mittlerweile schon über 2 Jahre drin und knapp 30.000 Kilometer, deswegen wird es auf jeden Fall mal Zeit, ihn zu wechseln. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir in diesem Video. Viel Spaß beim Zusehen. So, wie ihr jetzt seht, sind wir im Motorraum. Das wird jetzt das erste Mal, dass ich den Luftfilter wechsle, aber dazu gibt es viele Anleitungen im Internet, deswegen probiere ich das jetzt einfach mal selbst aus. Was wir dazu brauchen, ist erstmal natürlich hier ein Torx 25er Aufsatz, dass wir hier an die Schrauben vom Luftfilterkasten kommen, denn hier sitzt der Luftfilter drin, der ist da jetzt seit knapp 2 Jahren drin, 30.000 Kilometer, wird interessant, wie der aussieht. Hier sind drumherum ein paar Schrauben, die werden wir jetzt lösen. Und dann schauen wir uns mal den alten Filter an. So, ich habe die Schrauben jetzt alle gelöst und wir können das jetzt einfach ganz normal anheben. So, und dann können wir uns mal den alten Filter betrachten. Ich hebe den hier jetzt mal raus. Und ja, der hat natürlich schon einiges durchgemacht. Wie gesagt, 30.000 Kilometer. Dementsprechend sieht er auch aus. Ja, ich lege mal den neuen Filter daneben, dass wir das mal vergleichen können, alt und neu. Habe mich jetzt hier für den Filter von Febi Bildschein entschieden. War relativ günstig und ich glaube, da konnte man nicht viel falsch machen. Also wenn das nicht mal ein fetter Unterschied ist, also ihr seht, der rechte ist natürlich extrem verdreckt. Also der hat hier die Jahre natürlich seine Dienste geleistet. Und der neue natürlich dementsprechend ganz sauber. Ja, ein Unterschied, den man hier sehen kann, ist, dass bei dem Malefilter, der vorher drin war, hier diese einzelnen Lamellen verklebt sind. Und bei dem Febi-Bildschein ist das nicht so. Das heißt, hier ist das beweglicher. Vielleicht einfach ein bisschen Geld zu sparen. Aber die Bewertungen waren ganz gut. Ich denke, das wird schon passen. So, aber bevor wir den neuen Filter reintun, machen wir natürlich hier nochmal alles schön sauber, denn wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir, dass da noch ein paar Blätter drin sind. Die saugen wir jetzt schön raus. So, dann nehme ich hier nochmal ein Tuch, um nochmal hier so ein bisschen das Ganze ein wenig sauber zu machen. So, und dann können wir schon den neuen Filter nehmen und ihn einfach da reinlegen. So, sitzt perfekt. Dann setzen wir einfach den Luftfilterkasten wieder drauf und können die Schrauben, waren jetzt 8 an der Zahl, wieder anziehen. So, Schrauben sind angezogen. Ich glaube, ich habe das alles so richtig gemacht. Falls euch irgendwas aufgefallen ist, dann lasst mich am besten in den Kommentaren wissen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo oder über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Bis zum nächsten Video. Euer Leonardo.